So, jetzt bin ich 2 Jahre hier in Thailand oder 2,5 Jahre hier in Thailand und die Entwicklung, die hier so vor sich geht, die ist phänomenal. Das Einkommen hat sich verdreifacht, Grundstückspreise sind ums Fünffache gestiegen, vielleicht ums Zehnfache zum Teil. Und ist vielleicht eine persönliche Einstellung, aber irgendwie ist es für mich, ich finde es scheiße. Also ich finde die fortschreitende Zivilisation einfach scheiße, weil die Menschenrechte komplett verloren gehen dabei. Irgendwie waren hier so eigentlich weniger Menschenrechte, wenn man das so, weil es gibt ja irgendwie mehr Einschränkungen oder so. Aber auf der anderen Seite sind hier viel mehr Menschenrechte möglich gewesen, so richtig die persönlichen. Damit meine ich, man kann aufstehen und arbeiten gehen. Kriegt zwar wenig Geld, aber es braucht keine Krankenversicherung, irgendwie zuerst mal angemeldet werden, bezahlt werden, Steuern. Da steht niemand, der sagt, na, wir können hier, du kannst jetzt hier nicht arbeiten, weil da gibt es ein Brimborium drumherum. Nee, der geht hin, der arbeitet, der verdient seine 10 Euro am Tag, geht nach Hause, hat 10 Euro. Mit den 10 Euro kann man hier eigentlich essenstechnisch wahrscheinlich 3 Tage leben. Also im Prinzip einen Tag arbeiten, kannst 3 Tage leben. Das gibt es ja in Europa nicht mehr. Die Leute können ja mit einem Tag arbeiten gar keinen Tag mehr leben, weil alle sind schon sehr verschuldet zum Teil. Und es ist irgendwie so ein einfaches Leben halt hier. Das geht aber jetzt dann relativ schnell verloren, weil die Zivilisation extrem fortschreitet hier. Jeder, ich weiß nicht, liegt es an den Medien oder so, jeder will ein Tablet-PC, jeder will ein Auto, am besten ein zweites Auto. Um das Haus herum wird eine 2 Meter große, nicht nur ums Haus, sondern ums Grundstück, eine 2 Meter hohe Mauer gezogen. Komplett wie im Knast eigentlich. Letztes Jahr, ich war in Nahen, das sah aus wie ein Labyrinth eigentlich, wenn man durchs Dorf gefahren ist, weil überall waren da 2 Meter hohe Mauern, links und rechts neben der Straße und dahinter die Häuser. Und es kommt irgendwie wahrscheinlich mit dem Besitz irgendwie aus, Angst vorm Einbruch, obwohl eh keiner irgendwie, so einen Überfall gibt es ja eigentlich selten hier in Thailand. Also das sind in Osteuropa, so ich war in Tschechien und in Polen, also ich glaube, tausend, millionenfach schlimmer eigentlich als hier. Und ich habe aber Glück gehabt, dass ich das noch so ein bisschen miterleben darf, ne? Weil hier kommt jetzt eben die scheiß demokratische Regierung, ist nicht mehr richtig, wie es war, die anständige Militärregierung mit einem König. Jetzt ist hier so eine depperte Demokratie. Die Leute denken, ah, jetzt haben die was mitzureden. Mitzureden haben die folgendermaßen, gleich wie in Europa, es hat niemand mehr etwas zu reden. Es ist jeder beschnitten. Am Morgen, wenn der aufsteht, kann ja keiner mehr sagen, ich gehe jetzt nicht zur Arbeit. Wenn er nicht zur Arbeit geht, gibt es voll die Sanktionen irgendwie. Es wird dann noch so weit gehen, dass der richtig Strafe kriegt, weil der hat ja einen Vertrag, der muss ja zur Arbeit erscheinen und so weiter und so fort. Und wenn hier einer nicht kommt, dann kommt er halt eigentlich nicht. Eigentlich, was so das Menschenrecht sein sollte, frei zu entscheiden über das eigene Leben, was tut man, was macht man. Okay, ich mache etwas, ich mache nichts. Ich hänge in der Sonne, ich hänge nicht in der Sonne, weil eigentlich ist jedes Lebewesen von Geburt an mit dem Recht ausgestattet, zum Leben nichts tun zu müssen. Oder muss ein Büffel arbeiten oder muss ein Elefant arbeiten, um zu leben oder eine Giraffe oder ein Wurm? Nein, nichts. Jedes Lebewesen ist eigentlich dazu geboren, einfach zu sein. Der einzige Mensch muss 8 Stunden pro Tag arbeiten, um überhaupt zu überleben. Welche Scheiße. Eigentlich braucht man nur essen und wir leben und fertig. Okay, wir bauen uns ein Haus, dann war es das. Irgendeine Hütte und fertig und damit leben wir eigentlich gut. Hier ist das noch so ein bisschen, man trifft noch so ein paar alte so Ureinwohner, wo das wahrscheinlich noch irgendwie so in der Art ist bei denen. Der hat eine kleine Hütte und das war's. Fertig. Da ist noch nicht alles so irgendwie, wie soll man sagen, so zivilisiert, geregelt und genormt. Man hat noch das Gefühl, man hat mit Menschen zu tun. Und es gibt auch hier so richtig verschiedene Ansichten und auch die Leute lassen den anderen die Ansicht. Hier ruft keiner die Polizei, weil einer um 3 Uhr morgens Karaoke spielt, also richtig megamäßig discolaute Musik macht, da gibt es keine Polizei, die man anruft. Da macht er das halt, okay, der macht das. Die regen sich ja nicht auf. In Deutschland, Österreich ist ja irre, da regt sich ja jeder auf. Der Nachbar in der Mittagsruhe, das Radio ein bisschen lauter, wird ja die Polizei gerufen und dann gibt es Strafen dafür. Wie pervers, wie gestört, pervers gestört das ganze System eigentlich ist, ne? Deswegen ist ja, viele fragen mich, ob ich irgendwie Sehnsucht habe nach Europa. Und ich denke mal, nee, ich habe, je länger ich hier bin, umso mehr bin ich froh, überhaupt aus diesem ganzen Scheißdreck da ausgebrochen zu sein, aus diesem gestörten Leben, aus diesem Eingesperrtsein und
Zwangsleben, da ist man ja nur noch gezwungen, hier und dort und da, und du hast ein Haus oder du hast eine Wohnung, du musst Sachen bezahlen und. Also ganz, in meinen Augen, denaturiertes Leben. Und hier ist es halt so, ja, hier schreit jetzt genauso fort, ne? Jetzt kommt die neue Regierung. Es gab hier immer jetzt, dann kommt die Regenzeit, jetzt regnet es halt eine Woche oder so. Und vor einer Woche ist mal ein Festival hier, das heißt Bankfeier. Da schießen die Leute Raketen ab und da ist der Glauben, wenn die eine Rakete in den Himmel schießen, dann fängt es an zu regnen. Und das war immer so ein Mega-Fest. Und weil es letztes Jahr einen Toten gab, jetzt ist ja die demokratische Regierung die tolle, ne? Jetzt ist das einfach verboten worden. Jetzt gab es ganze 5 Raketen, aber so klitzeklein wie bei uns Silvester, die da abgefeuert hatten, die 20 Meter lange Raketen, also schon fast wie die NASA hier. Und es war ein Fest. Und jetzt ist dieses Menschenrecht einfach weg. Jetzt sagt die Regierung, ne, gibt's nicht. Fertig, aus. Zack. Jetzt fangen die auch an, Alkoholkontrollen zu machen, irgendwie auf den Straßen, Radar. Sachen, die vor 5 Jahren, da wusste kein Thailänder, was eine Radarpistole ist oder eine Alkoholkontrolle. Und ich find's geil. Ich find's manchmal auch nicht gut hier, wenn man hier auf der Straße fährt und du merkst, es fährt ein Vollbesoffener oder jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, der keinen Führerschein besitzt, die fahren wie die Irren. Aber ich denke mal einfach, wer damit nicht einverstanden ist, der soll einfach nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Weil jeder Mensch hat das Recht, das ist ja eigentlich urpervers, dass ein Staat sagt, du musst, damit du dich fortbewegen darfst, eine Prüfung ablegen. Du musst zuerst eine Prüfung ablegen, dass du dich fortbewegen darfst und du musst auch noch bezahlen. Also der Staat kassiert noch dafür, dass er dir ein Recht ausstellt, das überhaupt das Ärgste. Der hat sich ja mehr zu Gott erhoben als Gott selber, glaube ich. Und ja, deswegen gefällt es mir hier, glaube ich, ja noch richtig gut irgendwie, weil es halt noch einfaches Leben gibt. Man steht auf, geht wohin und ist dort und das fragen die Leute auch nicht, was, warum, wieso, woher. Man kann es einfach. Jetzt bin ich ja gerade dabei, mit meinem Kumpel so ein bisschen so Möbelhandel aufzumachen oder. Ja, so Naturholzmöbel, also so dies, wie man hier sieht, so einen fetten Tisch aus einer Wurzel rausgeschnitten oder hier, da sind so, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht jetzt auf dem Film hier, so Bänke, da ist er, vielleicht auch so Plastiksackel, das kann man wegmachen. Man sieht halt, hier ist thailändisch, ne? Das ist unsere Werkstatt und es ist halt hier beim Dach. Wenn es regnet, regnet es halt rein, ne? Das ist halt Thailand, made in Thailand. Also so fette, wie hier der Tisch hier eben aus dem Wurzelstamm heraus. Nix eben wie Ikea oder so, sondern einfach richtig starke Naturholzmöbel. Mal schauen, ob das was wird. In ungefähr so 2 Wochen, 3 Wochen wird es wahrscheinlich losgehen, dass wir uns ein Geschäft mieten. Und dann sehen wir mal, wie es läuft.